Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier auf einer nordfriesischen Marsch, vierfach Map ohne Gräben in der Version 1.6. Wir haben ja gestern so ein bisschen Pause gemacht vom Maisabfahren, einfach um unserem Xerion die Möglichkeit zu geben, vernünftig hier aufzuholen mit dem Aufschieben. Und dadurch standen hier natürlich die ganzen Fahrzeuge irgendwie mehr oder weniger nur rum. Jetzt gibt es dafür gleich die doppelte Dröhnung für den Xerion. Was auch nicht so schön ist. Aber hey, nützt ja nichts. Ne? Wir haben natürlich auch noch hier extrem große Anhänger mit 75.000 Liter Kapazität. Da hätte ich dann vielleicht doch auf einen Tipp von Experience hören sollen und ja, kleinere Anhänger nehmen sollen mit weniger Kapazität, damit dann der Xerion das auch alles schafft, das schön wegzufahren. Wie dem auch sei, wir gucken uns das hier mal an. Gestern in der Folge habe ich ja ein bisschen die Düngerproduktion unten am Rinderhof mal in Gang gebracht. Die Fahrzeuge stehen da auch noch alle rum, so wie ich sie benutzt habe. Das stört uns jetzt mal nicht. Was soll ich sagen? Fahren hier alle schön, fein, säuberlich zur BGA. Und sobald die dann gleich wieder zurück sind, oder sobald die hier leer sind, können wir auch die Häcksler wieder in Gang schmeißen, weil die stehen im Moment sinnlos rum und machen nichts. Jetzt sieht das richtig gut aus mit dem Xerion. Ja, machen wir mal ein paar Bilder. Sieht doch auch schön aus. So. Und der fährt weg. Ja, und jetzt passiert natürlich das Blöde. Xerion fährt noch nicht los. Naja. Schicken wir mal beide los, damit dann auch, wenn denn hier gleich ein Abfahrer kommt, die beiden häckseln können. Oh, das sieht ja auch lustig aus da vorne. Naja, egal. So, du... Bleibt jetzt mal stehen. Seht ihr? Und der hier kann nämlich schon gar nicht. Kann schon gar nicht abkippen. Weil es hier einfach viel zu voll ist. Das sieht jetzt auf einmal so leer aus. Aber nur was mit der. Im Aufbau mit der Kameraentfernung zu tun, wie ihr seht.
So, fahren wir an. Nicht. Einfach mal hier so ein bisschen eingreifen und helfend zur Seite stehen. Dann geht das auch. Nein, dann kriegt man das hier alles gebacken. Noch verschiedene Modi eigentlich, die ich einstellen kann, wie er das hier abkippen soll. Oder gibt's das gar nicht? Soll immer nur da vorne alles hinstellen? Kann ja jetzt auch nicht wirklich zielführend sein, ne? Oder etwa doch? Mein Fehler. Ja, und schon spielt der Xerion wieder verrückt, wo er einmal warten musste. Und genau jetzt ist der Moment gekommen, wo ich einen neuen Trecker kaufe. Zwillingsbereifung, Felgenfarbe von mir aus rot. Kaufen. Ja, kaufen. So. Gewichte. Ja, ein Glasgewicht kann ich da schlecht dranhängen, ne? Fendgewicht dranhängen. Ja, möchte ich kaufen. So, weil da habe ich keinen Bock drauf. Da steht er.
Was für ein Geschoss. Was für ein Geschoss. Kann ich nur noch mal sagen. Gut, Wendekreis, darf man nicht drüber reden. Aber das ist ja klar. Ungewohnt zu fahren, aber ist ja nichts. Natürlich mega groß, ne? Aha, ich sehe nichts. Oh, hier haben wir ja auch noch Stroh. Das heißt, Stroh einfahren. Was soll ich mit dem ganzen Stroh hin? Wir könnten ja Stroh rummachen. Harr, harr. Mal bei der Brennerei nachfragen, ob das geht. Mal gucken, mal gucken. Die bändern sich da wieder gegenseitig. So, Chefe, du kriegst ein neues Fahrzeug. Hier auch dann sagen, man macht zwei Fahrzeuge auf einem Kurs, aber die behindern sich dann doch bestimmt gegenseitig, oder? So. So, da wollen wir mal sehen.
Was hatte ich denn beim Xerion drin? Hatte ich da auch aufschütten oder ich verteilen und verdichten darf? Ich glaube, ich muss verteilen und verdichten machen, oder? Ich sehe es ja gleich. Aufschütten. Ja. Gut. Dann soll das wohl funktionieren. Nämlich eben nicht. Woran lag das jetzt noch? Das habe ich doch letztens irgendwo gelesen. Einmal angucken. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet auch heute Nachmittag wieder ein zur nächsten Folge. Let's Play LS17. Hier auf der nordfriesischen Marsch. Wir werden dann immer noch am Häckseln sein. Wobei, die stehen sich jetzt da wieder alle irgendwie selbst im Weg. Aber wir gucken mal, was hier so folgt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt die Probleme umgangen bin. Was das Thema, oder umgehen kann, was das Thema Bild im Kreisfahren angeht. Ja. Besucht mich bei Facebook, FriesenJung13. Kommt auf meine Website, FriesenJung13.de. Würde mich freuen. Und hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar. Ich weiß noch nicht, ob es heute Abend einen Livestream gibt oder nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht stream Fat Action, dann streame ich mit. Und vielleicht streame ich auch selber. Vielleicht streame ich auch gar nicht. Mal gucken. Ich kann es echt noch nicht sagen. Lasst euch überraschen. Ich kündige das dann auf jeden Fall bei YouTube, bei Facebook und auf meiner Website an. Ja, und in diesem Sinne sage ich dann mal ciao.